Hallo, ich bin der Pongo und damit herzlich willkommen zur ersten Folge Geogesser. Vielleicht die einzige Folge, das hängt ganz davon ab, wie das bei euch ankommt, ob das überhaupt lustig wird. Wir fangen an mit dem Regenbogenglas natürlich, ja. Vielen Dank an Chris an dieser Stelle. Und zum Ende der Aufnahme muss es leer sein, denn viel Trinken ist wichtig, Leute. So, wir spielen Geogesser für die Leute, die noch nicht wissen, was es ist. Es ist verbunden mit Google Maps und Street View und es geht quasi darum, den Ort zu finden. Wir spielen das jetzt. Wir werden jetzt irgendwo auf diese Erde geworfen und können uns umgucken, können rumlaufen und dürfen dann auf Google Maps tippen, wo wir uns befinden. Und je näher wir dran sind, desto mehr Punkte kriegen wir. Nun ist der Großteil von Geogesser mit Städten, also dreht sich um Städte, Metropolen, alles Mögliche. Will ich natürlich nicht, ja. Ich möchte die Mountains. Das ist eine relativ kleine Map und ich würde sagen, wir drücken einfach auf Play, gucken, was abgeht. Ich habe es noch nie gespielt, nur in Videos gesehen. Und ja, das Problem ist, bei Bergen ist nichts in der Umgebung, was mir einen Anhaltspunkt geben könnte, wo es ist. Und ich bezweifle mal, dass wir da jetzt den Friedehorstpark oder sowas kriegen. Mal sehen. Wir drücken auf Play, wir gucken, was passiert. So. Mein erstes Spiel für heute. Ich möchte da noch kein Geld für zahlen. Ich möchte es erstmal testen. Oh. Gut. Halbblind. Das würde ich jetzt gerne rausschneiden. Scheiße. Okay. Okay, also Nepal ist es schon mal nicht. Und die Alpen sind es wahrscheinlich auch nicht, weil hier sind Palmen. So. Hier sind Palmen. Das heißt, mein allererster Gedanke ist natürlich Südamerika. Aber genau, das ist es wahrscheinlich nicht. Also irgendwie Brasilien, Bolivien, irgendwie die Sparte. Guck mal hier. The Cook Islands. Also ist es eine Insel. Ah, okay, das ist die Firma, die 360-Grad-Bilder macht. Okay, wir können rumlaufen. Ich würde sagen, wir laufen fahren eher. Wo sind wir denn? Ich meine, das Problem ist, sehr, sehr viele Inseln, wenn die vulkanisch entstanden sind, haben Berge. Das heißt, es kann halt auf jeder verdammten Insel dieser Erde sein. Weil das sind jetzt auch keine großen Berge, die sind halt, keine Ahnung, ein paar hundert Meter hoch so. Das kann echt überall sein. Okay, hier ist eine Baustelle, hier ist wahrscheinlich gleich Endstation. Ich weiß gar nicht, wie lange ich filmen will, ich denke nur so, ja, so lange wie es geht. So, hier ist nämlich schon Endstation. Das ist ja wirklich toll. Das ist wirklich toll, was steht da? Da steht Generator. Toll, echt, echt toll. Also, East-West Engineering. Hilft mir alles überhaupt nichts. Ich gehe mal in die andere Richtung, da ist bestimmt auch bald Ende. Also zumindest sind hier sehr viele englische Sachen, aber das heißt ja nichts, weil Englisch die fucking Weltsprache ist. Aber ich denke halt immer noch an irgendwas Spanisches, aber das kann halt auch ein kompletter Trugschluss sein. So, lass mich raten, ich kann hier im Kreis fahren und dann bin ich wieder da. Ja gut, das Dixie gibt mir auch keine Auskunft. Die Bikes auch nicht wirklich. Die Bikes sehen wieder so asiatisch aus. Ach, keine Ahnung, komm, wir gehen mal auf die Karte. Macht man das größer? Da? Geht noch größer? So, ich hätte halt sonst irgendwie Brasilien gesagt. Oder es ist halt wirklich irgendeine Insel. So. Das kann halt echt wirklich alles sein. Es ist so kacke. Was hat keine Ahnung? Also ich habe keine Ahnung. Okay, pass auf, weil das, wenn da was mit Insel steht und ein bisschen Englisch, also vielleicht nicht hier ganz unten, weil da ist ja Spanisch und da ist ja Englisch. Das ist vielleicht hier. Dann sage ich Kuba, komm. Wir sind auf Kuba und wir sind im Parque Nacional Cienaga de Zapata. Und zwar, guck mal, hier geht die Straße rein, hier waren wir, hier war so der Kreisverkehr, wir sind da. So, okay. Aber, guck mal, Insel war richtig. Insel war richtig, wir sind nur 9700 Kilometer entfernt. Ganz ehrlich, was ist das? Ja, die Cookinseln, okay. Man hat es schon mal gehört, aber habe ich einen Plan, wo die sind? Nein. Okay, aber ich bin stolz darauf, dass ich erkannt habe, dass es eine Insel ist. Lass mal genau gucken. Gott, das ist ja echt super winzig. Das ist ja mega winzig. Cook Island, ja. Aber selbst wenn ich die Insel gewusst hätte, hätte ich keinen Plan gehabt, wo genau das ist. Na gut, next round.
So. Das sieht doch mehr nach Gebirge aus. Das sieht mehr nach Gebirge aus. Es sieht vulkanisch aus, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall Vulkangestein und hier könnte der Krater sein. Dieser Wein war nicht beabsichtigt. Okay. Mein erster Instinkt ist irgendwas Italienisches. Irgendwie Ätna oder so. Ich darf ja jetzt auch nicht nebenbei googeln, wie der Ätna aussieht oder sowas. Ich will zumindest einmal Punkte haben. Das ist jetzt die. Das ist jetzt mein kleines Ziel. Ja, Berge sind halt echt das Problem. Ne? Du musst halt echt der heftigste Bergsteiger sein, weil es gibt halt keine Anhaltspunkte, keine Schilder. Du musst schon sagen können, okay. Man würde gerne hier über den Hang gucken, weil hier kommt gerade so ein Bergpanorama. Also es ist auf jeden Fall ein Gebirge. Es ist jetzt nicht nur so ein Vulkan, der herausschießt. Was könnten ja trotzdem italienische Alpen sein und nur das Alpenvorland von italienischer Seite. Da sind auf jeden Fall einige Berge. Ich denke mal, Alpen sind gar nicht so die dümmste Idee dieser Erde. Ja, wir können uns jetzt hier weiter in die Richtung tippen. Der Google Street View Mann hat auf jeden Fall diesen Dude hier verfolgt oder diese Dudina. Ich weiß nicht genau. Na, ich denke mal, es ist ein Dude. Ja, wir können jetzt halt hier einmal um den Krater laufen, wa? Es ist auf jeden Fall Festland, weil das könnte auch sowas wie Lanzarote oder sowas sein, aber dann wäre nicht so ein Bergpanorama da hinten. Es ist auf jeden Fall irgendwo im Festland und ich würde schon so sagen, warte mal, das ist ein Schilder. Oh! gut, dass ich weitergelaufen bin. Ich hätte eiskalt Alpen gesagt und das hätte jetzt nicht so viele Punkte gegeben, weil diese Schriftzeichen sehen nicht so nach Italien aus. Jetzt blamiere ich mich natürlich noch mehr, aber ich sage mal, es sind chinesische Zeichen und keine japanischen. Weil chinesisch sind diese Block. Also chinesisch sind oft fetter die Zeichen. Aber das hätte ich im Leben nicht mit China assoziiert. Ich dachte, das ist jetzt wirklich so irgendein Vulkan in der Mittelmeerregion. Kann ich hier noch rüber? Kann ich da nochmal gucken? Laufe ich jetzt hier zum Gipfel oder wie oder was? Okay, warte mal. Da ist ein Fluss. Okay, der Berg ist ziemlich hoch für die Region, würde ich sagen, weil die sind auf jeden Fall tiefer. Bei denen weiß man nicht wegen der Reichweite, also wegen der, weil die so weit weg sind. Das ist auf jeden Fall sehr hügelig und da ist ein See, da ist ein Fluss. Hier könnten noch... Ich sehe es nicht. Kann ich noch irgendwie zoomen mit Rechtsklick oder so? Ausrad? Mit Mausrad. Kang Peak. Kanganine Peak. South Sirup. Was für ein Peak? Das wäre wichtig. Peaks gibt's überall, aber was für ein Peak? Kengemein Peak. Und Kusushi Schwein. Okay, pass auf. Also es ist auf jeden Fall Asien. Da kenne ich meinen Peak und der Sushi-Schrein. Cool Sushi. Nicht Sushi. Wo ist denn hier? Da ist China. Ja, ich habe China gerade da gesucht. Lass mich in Ruhe. Oh Mann. Ja, guck mal, hier die Zeichen. Ja, schon. Das ist schon China. Shanghai, Taiwan. Okay, pass mal auf. Ich habe auch keinen Plan wegen... den Gebirgszügen in China, aber hier ist auf jeden Fall eine Anhöhe. Also vielleicht hier bei Chengdu, irgendwie hier. Guck mal, ich mache jetzt einen Wild Guess. Wir waren jetzt auf einem relativ hohen... Guck mal, da, das ist bestimmt der See, den wir gesehen haben. Und hier ist der Fluss. Und dann standen wir auf dem hier gegenüber. Beim Longxi Nationalforstpark. Das war doch Japan. Scheiße. Oh Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Das war der Fuji? Das war der... Oh Gott, ey. Das kann ich echt nicht hochladen. Das war der fucking Fuji. Oh Mann. Das kann doch gar nicht wahr sein. Okay, dann war der wohl doch größer als die ganzen anderen Berge drumherum. Gut, ja, nächster Berg. Oh fuck me. Aber ich habe mich diesmal... Das sind Alpen. Also töte mich, wenn das nicht die Alpen sind. Dann weiß ich aber auch nicht. Das sind aber sowas von die Alpen. Also da bin ich jetzt felsenfest überzeugt. Wirklich, wenn das nicht die Alpen sind, dann lösche ich den Kanal. Das sind die Alpen. Ja, doch. Doch, doch. Das sind jetzt endlich mal die Effing-Alpen. Da ist ein Friedhof, der wird mir nicht mehr helfen. Oh, vielleicht sind da die ganzen toten Bergsteiger aufgelistet. Und ich kann dann sagen, den kannte ich und den kannte ich.
Die She-Street, okay. Die müsste schief sein, die She-Street. Pferde. Viele Pferde, Land Rover. Oh nein. Land Rover klingt nicht gut. Land Rover spricht gegen die Alpentheorie. Ach, ich weiß es doch nicht, ey. Es könnte genauso gut, keine Ahnung, Schottland im Winter sein. Die Bäume sehen halt nicht aus wie Alpen. Ich wusste ja, dass ich mich mit dem Video blamiere, aber nicht, dass ich mich so blamiere. Das ist ja unfassbar. Alter, ey. Spricht halt dann doch mehr für die Vereinigten, oder? Location Setting now. Ja, vielleicht hilft mir hier irgendwas weiter. Southern Lakes. Real Estate. Okay. Das sind die Alpen. Ich kenne nur die Alpen. Das müssen die Alpen sein, sonst gibt es keine Berge auf der Erde. Ach so. Können wir hier vorne bis zum Panorama gehen? Bis zu den Mountains. Ich laufe jetzt einfach weiter in Richtung Berge. Vielleicht ist da irgendein Schild mit hier geht's zum Nationalpark. Bums mich tot. Lochburn Ave. Warte mal. Weil Ave ist doch eher was Britisches. Und zieht der gerade noch rüber oder fährt er wirklich links? Und am Ende ist es Neuseeland und ich bin wieder komplett am Arsch. Keine Ahnung. Aber der steht da doch. Der steht da links. Der fotografiert die Pfütze. Wie geil. Das klingt alles so britisch. Elena Key. Okay, wahrscheinlich ein riesen Familienunternehmen, wenn hier alles so ist. Oder der Berg heißt so. Keine Ahnung. Da ist da ein See. Okay. Ich versuche jetzt so nah daran zu kommen wie möglich. Da muss doch dann irgendwo ein Schild sein, oder nicht? Warte mal, da ist doch so ein Infoschild. Shield. Marina, Glenarkey. Okay, dann ist Glenarkey vielleicht doch der Gebirgszug hier. Du hast weite Felder, du hast schöne Berge und du hast sie nicht. Ich sag jetzt Neuseeland. Fuck me. Es wird nicht Neuseeland sein, aber. So, hier. Ja. Guck mal, da ist alles. Da ist alles Englisch. So, South Island. Da stand irgendwas mit South. Der Mountain. Mount Aspirin Nationalpark. Mount Aspirin. Da! Da steht Glenarkey! Okay, warte mal. Wie kommt man. Return to start. Okay, wir haben den fucking Park gefunden. Jetzt müssen wir nur noch unseren Ausgangspunkt rausfinden. Okay, Leute, jetzt. Jetzt. Yes! Die Sheer Street. Genau, okay, pass auf. Sheer Street. Ja, 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 ja. Ja, ja, und dann war ich hier. Diesmal so ganz kurz und dann war ich hier so am Ende. Yes. Jetzt kriege ich noch Werbung. Ich will sehen, ob ich hier getroffen habe. Come on. Na gut. Okay. Keine Ahnung. Ich dachte, ich wäre in der Shield Street, aber das ist ja daran abgewogen. Ich bin so dumm. Aber egal. 285 Meter. Fast volle Punktzahl. Let's go. Meine Ehre ist oben. Ja. Okay. Es kann nur schlechter werden. Da ist Batman. Wir sind in Gotham, Leute. Comunidad Aqua Viva. Okay. Das kann jetzt Spanien sein oder komplett Südamerika. Eigentlich kann ich aufhören. Das kann jetzt wirklich nur noch schlimmer werden. Sehr felsige Berge. Ziemliche Geröllberge. Das heißt, sie ist ziemlich heiß. Ja. El Correo Mas Grande del Peru. Jawoll. So, dann können wir schon mal eingrenzen. Da waren wir ja vorhin. Jetzt ist es wirklich mal Peru. So. Nee, Kuba habe ich gesagt. Aber Peru. Ja, Peru ist gar nicht mal so klein. Das heißt, wir können uns immer noch komplett verschätzen. Aber zumindest haben wir das schon mal herausgefunden. Ich meine, ich könnte jetzt einfach in Wild Guess in irgendeine Bergregion machen, aber das wollen wir natürlich auch nicht. So, hier ist eine Bahnschiene. Okay, es gibt jetzt wahrscheinlich. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht die einzige Zugverbindung in ganz Peru. Würde ich jetzt mal tippen. Provincial Oroya Feliz. Feliz Jahre heißt doch gute Reise oder sowas, oder? Das heißt, wir verlassen hier den Ort. Vielleicht kommt danach irgendeine Ankündigung, jetzt kommen sie in die. Sonst was. Huancayo, 24 Kilometer. Das habe ich gesehen. Wo war es? Hier. Nee, das ist Huanuco. Huancayo. Okay. Okay, okay. 24 Kilometer kann ich natürlich absolut gar nicht einschätzen. Und Yarma oder Tarma kann ich gerade nicht genau sehen. Das müsste ja auch irgendwas Größeres sein, wenn das hier dran steht. Und Tarma. Okay. Das heißt, es ist irgendwo hier in der
in der Mitte. Also hier ist Tama, das ist 56 Kilometer entfernt. Und hier ist Huancayo, das ist 24 Kilometer. Oder 124 und das Bild ist irgendwie. Ne? Man weiß ja nie. Aber dann würde ich sagen. Sind Bahnstrecken irgendwie anders gekennzeichnet? Kann ich das da ablegen? Komm. Wir haben jetzt schon viel rausgefunden. Jetzt will ich den Vogel abschießen. Uns fehlt dann nur noch irgendein Hinweis, wie die Straße hier ist oder sowas. Und dann haben wir doch. Da muss ich jetzt nicht einfach random. Okay, hier ist irgendwas verboten zu machen. Wahrscheinlich jagen. Vegetation, professional, Formation 35. Hier sind immer noch die Gleise. Das muss doch irgendwo eine lange Strecke, wo parallel Gleise sind. Dann sind das gestrichelte hier Gleise. Schiene. Ach komm, ich will jetzt beim ersten Mal nicht direkt so eine Twilight-Folge machen. So, da ist Tama, da ist Huancayo, und dann sagen wir sind hier. So, weil das hier dann geht, wir essen. 70 Kilometer, guck mal an. Dann waren das doch irgendwie 100 noch was Kilometer. Wir sind doch näher an Tama, dann waren das. Die 54 haben gestimmt, aber das waren dann 124 oder sowas. Aber gut, das sind Bahnschienen einfach so ein Strich, okay. Naja, haben wir noch Punkte. Oh! Ganz oben. Es gab, glaube ich, 8 Runden, stand da. One five von 5, okay. Dann ist das wohl die letzte Runde. Hätte ich mir doch mehr Zeit lassen können. Ich dachte, wir machen jetzt 8 Runden. Oh, hier ist schön. Oh, krass. Das ist ja echt ganz oben. Ich sag jetzt mal, das sind keine Alpen. Jetzt sind es wahrscheinlich die Alpen. Aber das ist schon hoch Gebirge. Hier ist ja echt. Hier ist ja alles in den Wolken. Also Anden oder Himalaya, würde ich sagen. Es kommt ein dummer Kommentar, aber ich glaube, die Bergfahrer haben mich schon mal irgendwo gesehen. Ja, jetzt auf. Ah, super. Na, super. Na super duper, du bist halt so krass oben hier. Ja, das ist, ja, dieser, also von der Hautfarbe, von dem Schal und auch diese fetten Steinhaufen, das ist, also ich denke schon, das ist Nepal, also Himalaya auf jeden Fall. Okay, ich kann hier nicht weit rumlaufen und ich habe echt keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall sehr weit oben und irgendwo Nepal, Pakistan, so. Ganz ehrlich, komm, bring was zum Abschluss. Ich habe kein Schild, ich habe absolut kein Anhaltspunkt. Ich kenne noch keinen dieser Bergformen, weil ich noch nie in Nepal war oder Pakistan. Aber ich sage einfach mal, es ist Himalaya auf jeden Fall. Und dann irgendwie hier in dem Nationalpark, der Pindwelly Nationalpark. So, hier, da sind wir. Okay, es war doch eher in der Mitte. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es laut gesagt habe, aber ich habe überlegt, ob das Mount Everest massiv ist. Dann war es das wahrscheinlich. Dann war es das wahrscheinlich. Na gut. Also Himalaya war auf jeden Fall richtig. Ich war jetzt eher bei Pakistan, aber gut. Dann war das wirklich ganz oben. Und dann wahrscheinlich irgendwie im Sommer. Na gut. Immerhin 2000 Punkte. Immerhin das Gebirge richtig. Nicht die Alpen. Gut. Ich habe 11.922 Punkte und ich meine gesehen zu haben, dass der Durchschnittsscore bei 6000 noch was lag. Also war ich gar nicht so schlecht. Da waren wir ziemlich in der Nähe in Peru. In der Serie waren wir genau drauf. Einmal haben wir richtig verkackt mit Kuba. Einmal haben wir zumindest den asiatischen Bereich eingegrenzt und einmal haben wir das Gebirge getroffen. Ja, ich würde sagen, für meine allererste Geogesser-Runde aller Zeiten und dafür, dass ich mir die Gebirge rausgesucht habe, wo man wirklich wenig Infos hat, war das doch. Es hätte definitiv schlechter laufen können. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Like. Und wenn Klicks und Likes stimmen, dann kommt davon auf jeden Fall eine zweite Folge. Denn es gab mehrere Berggames hier, also können wir das auf jeden Fall noch 2-3 Ründchen spielen. Wenn ihr da Bock habt, dann mache ich das auf jeden Fall. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns zu einem neuen Video. Euer Pongo. Moment. Haben wir was vergessen, Leute?